Jetzt geht es um alles. Es ist Derby-Time angesagt. Region, Verein, das hat die Situation damals angespannt gemacht. War so ein bisschen der Anfang von unserem ganzen Strudel. Ich habe großen Respekt davor. Beide Spieler vertreten halt ihren Verein nochmal extrem und leben das dann auch nochmal vor. Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Heute Abend um 19 Uhr ist es endlich soweit. Es ist wieder Zeit für ein Derby, für ein waschechtes Sachsen-Derby. Ich muss sagen, Erzgebirge Aue ist einer meiner Lieblingsgegner. Wir haben erstmal diese allgemeine Rivalität. Ein geiles Derby und immer richtig, richtig gute Stimmung. Egal, ob heim oder auswärts. Die SGD muss diesmal auswärts ran, sehe ich aber grundsätzlich erstmal nicht als Problem. Beide Teams haben bis jetzt einen super Start in die Saison erwischt. Ich sag mal so, Dynamo hat alles gewonnen, was nur zu gewinnen geht. Sei es gegen Köln, das 2-1, gegen Cottbus, das kranke Comeback mit einem 4-2 oder jetzt im Pokal gegen Düsseldorf mit einer echt soliden 2-0-Leistung. Aber auch Erzgebirge Aue mit einem 2-1-Sieg gegen die Zweitbesetzung von Hannover 96 oder dem 2-0-Sieg gegen den Zweitliga-Absteiger Osnabrück. Lediglich eine Niederlage haben sich die Feischen zugezogen. Die kann man aber auch verkraften, denn das war ein Pokal gegen Borussia Mönchengladbach, ein 3-1, was trotzdem ein sehr solides Spiel war. Das heißt, beide Teams haben jetzt wirklich einen guten Saisonstart im Rücken, wobei Dynamo diesen kleinen Vorteil hat, dass wir aus dem letzten, aus dem Pokalspiel noch diesen extremen Rückenwind haben. Gut, dafür hat Aue eben den Heimvorteil. So oder so wird es ein sehr, sehr cooles Spiel und wir schauen uns heute mal an, wie die Chancen so stehen und vor allem, wie wir die SGD für diese Partie aufstellen würden. Bevor wir das direkt machen, würde ich mich wie immer mega über ein Däumchen nach oben unter diesem Video freuen. Schreibt mir unbedingt eure Spieltag-Tipps für das heutige Derby in die Kommentare. Und wenn du neu bist und gerne so einen Content siehst, dann kannst du gerne den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um keinen Content mehr zu verpassen. Ja, Freunde, Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Das ist einfach ein Spiel, auf das man sich freut. Und ich muss sagen, die Saison, der Start, echt gut. Also wir hatten jetzt erst das Derby gegen Cottbus. Jetzt geht's weiter gegen Aue. Und auch die nächsten Spiele sind eigentlich alle durch und durch echt ziemlich gut mit Gegnern befüllt. Aber im Fokus steht erstmal das heutige Spiel gegen Aue. Und auch hier wird es wieder essentiell sein, wie die SGD bemannt wird. Wer kommt in die Startelf, wer kommt auf die Bank und wie wird das Spiel gemanagt? Natürlich ist wie immer ziemlich schwierig abzuschätzen oder vorauszusagen, mit welcher Formation und Besatzung die SGD und auch Thomas Stamm hier spielen wird. Ich habe mich einfach mal an den letzten Begegnungen etwas orientiert. Was es mir um ehrlich sein nicht leichter gemacht hat, denn in drei Partien gingen wir mit drei verschiedenen Startaufstellungen in die Partie. Gegen Köln mit einem 5-3-2. Gegen Cottbus mit einem 4-1-3-2 und mit einem 3-4-3 im Pokal gegen Düsseldorf. Also keine wirklichen Anhaltspunkte. Aue hingegen etwas einfacher gestrickt. In den ersten beiden Partien ging sie in das Spiel mit einem 4-1-3-2 und im Pokalspiel dann mit einem 4-2-3-1. Also man kann hier schon mal abschätzen, die Chance ist ziemlich groß, dass sie zumindest mit einer Viererkette ganz normal und mit einem Doppelsturm in einer Doppelspitze ins Spiel reingehen werden. Damit rechne ich jetzt und darauf habe ich auch unsere Aufstellung aufgebaut. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Partner Eneba bedanken, der dieses Video unterstützt. Was ist Eneba überhaupt? Eneba ist eine Online-Marktplatz-Anlaufstation, auf der unter anderem PlayStation, Xbox oder auch Steam Guthabenkarten bekommt, die aber sehr viel günstiger, zum Beispiel eine 100€ PSN-Karte, für die ihr aber nur 85€ zahlt und auch ähnliche Angebote. Schaut da gerne vorbei, da könnt ihr richtig gut Geld sparen. Danke an Eneba für die Unterstützung. Mir ist ganz klar, dass viele draußen vielleicht eine andere Meinung haben. Wenn es so ist, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Lasst da ein bisschen drüber diskutieren. Wir sind ja alle so kleine Hobbytrainer. Ich habe mich für die Aufstellung entschieden, die uns gegen Cottbus auch schon echt weitergeholfen hat. Und zwar für die 4-1-3-2. Warum genau diese? Ich finde, eine Viererkette ist perfekt. Ein defensiver Mittelfeldmann, drei Spielmacher und zwei Stürmer in der Doppelspitze. Das finde ich jetzt gegen Aue einfach perfekt. Denn auch die Besatzung wäre hier eigentlich eine 10 von 10. Im Tor natürlich wie immer Tim Schreiber, ganz klar. Der Linksverteidiger bei mir heißt hier Heise. Ja gut, sehr viel Optionen haben wir da auch nicht wirklich. Park war jetzt gefühlt noch nie im Kader. Und der ist auch schon halb weg, deswegen auf jeden Fall Heise. Und der hat die Spiele auch super gemacht, will ich jetzt gar nicht schlecht reden. Die beiden Innenverteidiger heißen Kammerknecht, der einen super Saisonstart erwischt hat. Und Böder, den ich jetzt auch wirklich viel zutraue. Und auf der Rechtsverteidigerposition, für einige jetzt vielleicht etwas überraschend, würde ich mit Jan-Hendrik Marx gehen. Der Mann kommt aus einer Verletzung
und ich würde ihn jetzt wirklich wieder ranlassen. Er wurde im Pokal auch eingewechselt und ich glaube, mittlerweile ist es soweit, dass man ihn auch von Anfang an spielen lassen kann. Ich würde nicht einen Lemmer jetzt wieder dahinstellen, das ist einfach nicht seine Position. Lehmann, ja, muss man nicht von Anfang an jetzt spielen lassen unbedingt und Kammerknecht ist halt in die Innenverteidigung bei mir gerückt, deswegen Jan-Hendrik Marx auf rechts außen. Der zentral defensiv orientierte Mittelfeldler wird bei mir, und da war die Auswahl zwischen Sasa und Sapina. Ich habe mich für Sapina entschieden, weil ich glaube, Sasa ist als Backup-Verteidiger noch etwas besser angesiedelt. Die drei Mittelfeldler heißen einmal Batista Meier für die kreativen Spielzüge. Hauptmann für die, ja, ich sag mal, etwas Sicherheit in dem ganzen Spiel. Und Toni Menzel für seine explosive und wirklich sehr erfrischende Art, die er in den letzten Spielen gezeigt hat. Und mein Stürmer-Du. Und da werden einige nicht mitgehen. Bestehen aus Daferner und nicht Meißner, sondern tatsächlich Kutschke. Und ja, auf den ersten Blick ist es vielleicht logischer, Daferner und Meißner spielen zu lassen. Gerade Meißner einen super, super Saisonverlauf besetzt und auch Daferner, den kann ich nicht schlecht reden. Aber warum gehe ich genau jetzt mit Kutschke in der Startelf, obwohl ich in den letzten Spieltagen eher auf die Bank gesetzt habe? Das hat einen Grund. Wir sind hier in einem Spiel, was wirklich eine extreme Prestige und extrem viel Mentalität erfordert. Und ich glaube, Kutschke als irgendwo, ja, Urgestein, als Gesicht von Dynamo, als Mentalitätsmonster, muss hier von Anfang an auf dem Rasen stehen. Keine 90 Minuten lang, um Gottes Willen. Aber mit so einem Mann sollte man in so einem Spiel, finde ich, starten. Denn meiner Meinung nach ist das so ein kleines David gegen Goliath. Wir haben auf Aues Seite Martin Mendl und unser Martin Mendl ist einfach Stefan Kutschke. Das sind so die zwei Gesichter, wenn ich mir Dynamo gegen Aue bildlich vorstelle. Und deswegen dürfte er meiner Meinung nach nicht in der Startformation fehlen. Ich bin offen für Diskussionen, denn ich kann mir vorstellen, einige sehen das anders. Auf der Bank würde ich gehen mit natürlich Mesenhöhler, Bünning sowie Dua, Lehmann und Kubata, wobei da gerade ja Gerüchte sind, dass er vielleicht verliehen werden sollte. Ich würde ihn gerne mal auch mal im Spiel sehen. Der hat bis jetzt noch gar nichts zeigen können irgendwie. Ömischen Sasa, der eigentlich hier wirklich richtig, richtig nice ist, weil er kann als Backup für Sapina kommen im zentralen Defensivmittelfeld oder einfach als Verteidiger-Upgrade in der IV. Und für den Sturm habe ich dann natürlich noch Meißner, der auf jeden Fall in das Spiel integriert wird für Kutschke. Nach wie vielen Minuten lässt sich drüber streiten und dann noch Bodanov. Das war meine Aufstellung Startelf plus Bank für das Derby heute Abend gegen Aue. Wie es dann tatsächlich aussieht, das sehen wir natürlich dann erst heute Abend um 19 Uhr. Bevor es soweit ist und du es vergisst, auf jeden Fall deinen Spieltag-Tipp in die Kommentare. Ich sage, das wird jetzt kein sehr hoher Sieg für uns. Es wird ein Sieg natürlich, was auch sonst. Aber ich könnte mir vorstellen, es wird wirklich ein dreckiges 2:1 oder 3:2. Ich poker mal hoch, ich gehe mit einem 3:2 für die SGD. Auf jeden Fall können wir uns, denke ich, einigen, dass es wirklich ein sehr, 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 sehr cooles Spiel wird. Heute Abend kommt natürlich nach dem Spiel auch nochmal die Analyse dazu. Damit du diese nicht verpasst, lass auf jeden Fall gerne ein Abo hier da, wenn du es nicht getan hast. Ihr findet auf dieser Seite wieder weitere Videos von mir. Wenn ihr die auch abchecken wollt, schaut da gerne vorbei und dann sehen wir uns sehr bald zurück. Heute Abend zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Bis rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.